Hallo, wir machen jetzt eine Kopfstand-Hocker-Yoga-Sequenz an deiner Wand oder an deiner Tür. Okay, viel Spaß, räum dir alles frei und wir beginnen an der Wand. Du gehst so weit von deiner Wand entfernt, dass du mit dem Gesäß an die Wand kommst. Okay, und dann lässt du dich einfach ganz gemütlich runter. Gut, du hängst einfach erstmal aus, um ein Gefühl zu bekommen, wie ist es denn heute? Du richtest deine Wirbelsäule auf und tippelst mit den Füßen näher ran, auf Zehenspitzen, auf ganzen Fuß runter. Auf Zehenspitzen, tief atmen. Du stützt dich mit den Händen oben auf dem Hocker. Ein Fuß geht an die Wand. Okay, der andere Fuß geht dazu. Und du suchst dir eine Position, dass Bauch und Beine gefühlt im rechten Winkel sind. Du kannst die Arme hängen lassen. Du kannst auch an diesen Steg von deinem Hocker fassen, wie du magst. Gerne die Augen schließen. Du stellst dir vor, dass dein Steißbein nach oben wandert. Du streckst dich. Die Wirbelsäule strecken. Aus den Schultern Richtung Decke nach oben dich hochdrücken. Und die Halswirbelsäule entspannen. Ein Bein geht nach oben rauf Richtung Decke. Und du versuchst, dieses Bein wirklich schön nach oben zu strecken. Das andere bleibt gestreckt an der Wand. Du versuchst, durch die Nase zu atmen. Angenehm atmen. In den Bauch. In den Brustkorb. Das Bein, das so schön nach oben gestreckt ist, lass dort doch bitte die Ferse Richtung Gesäß fallen. Und versuche diesen Fuß, dieses Bein, das jetzt sich rückwärts sozusagen bewegt, wie in einem Spagat lang nach hinten zu strecken. Du streckst das Bein wieder nach oben, verdrehst den Fuß nach innen, das Bein nach innen, nach außen. Lass jetzt mal das Bein, das gerade nach oben gezeigt hat, nach außen kippen. Du hebst es an Richtung Decke und lässt es seitlich nach außen kippen. Nach oben anheben, bisschen weiter verdrehen und nach außen kippen. Ziehst das Knie ran. Lässt denn dieses Bein, das gerade nach oben eben gestreckt war, sich eben nach außen bewegt hat, nach unten zum Boden. Eventuell möchtest du eine Pause machen, mit beiden Beinen wieder zum Boden kommen. Oder du bleibst in deinem rechten Winkel. Und machst das Ganze mit der anderen Seite. Hebst also jetzt das andere Bein erstmal senkrecht nach oben. Versuchst dich zu strecken. Tief zu atmen in den Bauch und in den Rumpf. Und dieses Bein, das so schön nach oben gestreckt ist, lässt du bitte mit der Ferse
nach hinten Richtung Gesäß fallen und öffnest diese Schere ganz weit, wie ein Spagat, ganz weit. Weiter atmen. Und du streckst das Bein wieder nach oben zur Decke und lässt das Bein sich seitlich bewegen. Hebst es einfach nach oben wieder hoch und seitlich. Weit nach oben und seitlich. Anwinkeln. Und nur dieses Bein, das ja eben nach oben gestreckt war, das du dann zur Seite genommen hast, dann wieder runter zum Boden lassen. Wenn du magst, hast du beide Knie angewinkelt, bist mit den Händen oben auf dem Hocker gestützt. Nimmst die Füße zusammen, entweder ein bisschen seitlich geöffnet, vom Becken geöffnet oder insgesamt die Füße nach oben zeigen, die Knie zusammen, dass du so ein schönes kleines Päckchen bist, wie du magst. Ruhig atmen. Und bitte die Knie ein bisschen nach außen öffnen. Die Knie stützen auf den Ellenbogen der Rückseite der Unterarme. Und einfach nur die Füße nach außen öffnen. Wenn du magst, ohne Stütz auf den Ellenbogen oder mit den Knien am Ellenbogen gestützt, wie du magst. Okay, langsam zurückkommen. Langsam. Dein Kopf bleibt noch unten. Du kannst gerne den Brustkorb etwas öffnen. Und entspannen. Und wenn du dich ein wenig erholt hast, dann nutzen wir die Wand von der anderen Seite. Das heißt, der Hocker ist jetzt mit der weichen Seite, mit der Polsterseite zur Wand ausgerichtet. Du kommst auf deine Weise rauf. Wenn du möchtest, hältst du dich am Steg fest, streckst die Beine nach oben, lässt einen Fuß nach hinten zur Wand. Und je nachdem, wie weit du jetzt entfernt bist, hast du eine mehr oder weniger intensive Rückbeuge, kannst beide Beine nach hinten nehmen und dein Becken weit nach vorne schieben. Achtest du drauf, dass vom Gefühl her du keinen Knick, also dass die Rückbeuge nicht hauptsächlich aus der unteren Wirbelsäule kommt. Und angenehm atmen. Angenehm atmen. Dein Brustkorb weiten.
das Becken nach vorn schieben. Wenn du magst, ziehst du ein Knie nach vorne Richtung Brustkorb und lässt das andere Bein weit hinten. Du könntest auch das Bein lang nach vorn strecken oder angewinkelt bleiben, wie du magst. Du kannst auch gerne wechseln. Angenehm weit atmen. Beide Knie ranziehen, die Füße zusammennehmen, die Knie nach außen bewegen. Und entweder bleibst du so oder du öffnest die Beine seitlich, mit dem Becken aufgestellt oder gekippt im Becken. Kannst deine Abschlussübung oder Bewegung machen. Und langsam runterkommen. Den Hocker umdrehen, deine Beine auf den Hocker legen. Und es dir ganz bequem machen, mit Kissen oder ohne Kissen. Und angenehm ruhig tief atmen. Dich entspannen, einfach hinuntersinken lassen. Und die Schwerkraft wieder so, wie auch sonst in Rückenlage genießen. Falls Druck im Kopf noch sein sollte, ganz bewusst wahrnehmen, wie er sich ausgleicht. Wie fühlt sich die Augenpartie an? Die Nasennebenhöhlen, Innenohr, die Schädelbasis. Wie fühlt es sich in dem Inneren meines Kopfes an? Vielleicht öffnest du bitte einmal weit den Mund. Du kannst auch mal den Kiefer vorschieben, den Unterkiefer vorschieben. Wieder lösen, die Zunge mal rausstrecken, zur einen und zur anderen Seite rausstrecken und die Zunge wieder entspannen. Dann die Zunge nach oben an den Gaumen drücken, an den weichen Gaumen. Und entspannen. Dann fühlst du bitte deinen Bauch. Vielleicht magst du die Hände auf deinen Bauch legen und dir vorstellen, dass alles an seinem Platz liegt, dass jedes Organ optimal sich bewegen kann, genügend Platz hat und Raum, eben seine Aufgaben zu erledigen zu können. Ich stelle mir vor, dass ich ganz ausgeglichen und gesund bin in diesem Augenblick. Ich stelle mir vor, dass alles gut ist, so wie es ist. Ich erlaube mir, dass alles gut ist, so wie es ist. Ich erlaube mir, gesund zu sein, entspannt zu sein. Und zufrieden.
ganz zufrieden und entspannt. Ganz gleich, was im Außen ist, in mir zufrieden und entspannt. Mit einem Lächeln im Herzen und in meinem Gesicht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Bis dann.